Der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, macht den Olaf Scholz. Er kann sich nicht erinnern. So genau hat er es zwar nicht formuliert, aber er möchte jetzt nicht benennen, was die größte Gefahr aktuell in diesem Land ist. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist hochinteressant, wie sich hier alles auf einmal vorzubereiten scheint für einen Eventualfall, dass doch etwas schief geht bei der Europameisterschaft. Wir haben jetzt hier Thomas Haldenwang, der inzwischen fest in Position gebracht wurde als zukünftiger Sündenbock dieser Regierung für alles, was ab jetzt schief geht. Wie ich darauf komme? Nun, ich kann euch das erklären. Es gab vor 2 Wochen, vor 3 Wochen die erste Meldung, dass Herr Haldenwang in den Ruhestand gehen wird und dass die Ampel bereits über einen Nachfolger bzw. es wird eine Nachfolgerin geben, eine Frau an oberster Stelle des Inlandsgeheimdienstes. Er wird hier in den Ruhestand geschickt, er hat seine Altersgrenze nun bald erreicht und man möchte das Ganze selbstverständlich nicht in einem Wahljahr des Bundestagswahlkampfes machen, sondern schon davor. Das heißt, wir wissen, dass dieses Jahr Herr Haldenwang in Ruhestand geschickt wird und wie es sich gehört für einen noch Präsidenten, bald ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dann lädt man ihm jetzt noch maximale Schuld auf, beziehungsweise man gibt ihm so viel mit auf den Weg, dass er danach politisch für immer verbrannt ist. Er sagt hier, Zitat, das Risiko dschihadistischer Anschläge ist so hoch wie seit langem nicht mehr. Ja, ach, Herr Haldenwang, das ist auch Ihr Job, dass die Bedrohung im Auge ist und dass sie eigentlich nicht so hoch sein sollte. Er sagt hier noch weiter, dass die Gefahr durch radikalisierte Einzeltäter eben steige. Er lässt aber die Gründe weg, warum sich denn die Einzeltäter hier radikalisieren. Er sagt hier weiter, die Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan haben die dschihadistische Idee insgesamt befördert. Und ein weiterer Faktor sei das Erstarken der Terrormiliz Islamischer Staat Provinz Khorasan, ISPK genannt, gerade in Pakistan und Afghanistan. Weiter sagt jetzt unser Chef des Inlandsgeheimdienstes, der es ja eigentlich wissen muss, dass Koranverbrennungen in Skandinavien sowie die israelischen Militäreinsätze gegen die Hamas im Gazastreifen ebenfalls dazu beigetragen haben, dass sich hier, Zitat, Radikalisierungsspiralen in Gang setzen. Ah, Sie wissen ja doch gut Bescheid, Herr Haldenwang. Und was haben Sie unternommen? Dass sich diese Radikalisierungsspiralen nicht in Gang setzen? Offensichtlich nicht. Sie haben nur dabei zugeschaut. Und jetzt geht es hier noch weiter. Zitat von Herrn Haldenwang. Die Situation in Nahost nach dem Terrorangriff der Hamas ist definitiv eine weitere Ursache für die Verschärfung der Bedrohungslage durch den islamistischen Terrorismus. Ja, ach was, danke. Dafür brauche ich auch nicht Chef des Inlandsnachrichtendienstes zu sein, um solch eine Erkenntnis zu haben. Zitat weiter. Deutschland steht stärker als andere europäische Länder im Fokus von Dschihadisten, weil unser Land neben den USA als einer der wichtigsten Unterstützer Israels gilt. Ja, das lassen Sie in der öffentlichen Debatte immer schön weg, dass die Staatsräson bei uns dafür sorgt, dass es hier zu mehr Demonstrationen kommt, zu mehr Eskalation auf der Straße. Wir erinnern uns an den 25-jährigen Afghanen, der Ruven L. bei diesem Messerattentat Ende Mai in Mannheim getötet hat. Oder wir erinnern uns vergangenen Freitag an die spektakuläre Festnahme eines mutmaßlichen IS-Terroristen mit deutsch-, marokkanisch-, polnischer Staatsbürgerschaft, unser Dreistaatler, wie ich hier immer sage, am Flughafen Köln-Bonn. Die Gefahr, sie ist allgegenwärtig, sie ist real. Und jetzt kommt der Hammer von Herrn Haldenwang. Seine Behörde habe die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus nie unterschätzt, sondern vielmehr wiederholt darauf hingewiesen. Nein, Herr Haldenwang, Sie haben es unterschätzt. Denn für Sie war immer der Rechtsextremismus die größte Gefahr in diesem Land. Und jetzt sagen Sie selbst, dass die Sicherheitslage sehr angespannt ist und die größte Gefahr für die Sicherheit derzeit kaum zu benennen sei. Sagt Herr Haldenwang, der Chef des Inlandsgeheimdienstes, der es wissen muss. Er bereitet uns also hier darauf vor, dass entgegen der Äußerung von Nancy Faeser nicht mehr der Rechtsextremismus das größte Problem in unserem Land ist. Nach Herrn Haldenwang ist es jetzt aktuell der Dreiklang der Gefahren. Die Bedrohung durch den islamistischen Terror nennt er zuerst.
dass vor allem durch den Rechtsextremismus mit den Themen Fremden- und Muslimfeindlichkeit aufgeheizte gesellschaftliche Klima und die Einfluss- und Spionageaktivitäten fremder Staaten. Hinzu kommt die Bedrohung des gewaltorientierten Linksextremismus. Das waren vier, obwohl er Dreiklang gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er selber nicht zählen kann. Auf jeden Fall hat man Herrn Haldenwang jetzt gut präpariert, gut vorbereitet. Er ist angekündigt für den Ruhestand dieses Jahr. Es soll eine Nachfolgerin geben. Man hat jetzt angekündigt, dass die islamistische Gefahr doch etwas größer ist als angenommen. Man sagt nicht mehr offen, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr ist. Und warum? Weil sie vermutlich schon vorbauen für den Fall, dass jetzt was schiefläuft bei der Europameisterschaft und es hier zu Toten kommt in diesem Land. Das wäre wirklich sehr schade, sehr traurig, auch schlimm für das internationale Sportfest. Und dann kann man Herrn Haldenwang hier einfach abschießen. Er sitzt schon quasi auf dem Schleudersitz, er ist angeschnallt. Es geht jetzt nur noch darum, das richtige Ereignis zu finden, wo man einen Rücktritt braucht, wo man ein politisches Opfer braucht. Und wer kommt da besser als der Präsident des Inlandsgeheimdienstes, der dann selbstverständlich daran schuld ist, dass man jemanden übersehen hat? Ich finde das sehr interessant, wie groß hier die Vorbereitungen im Vorfeld schon gelaufen sind, dass diese Geschichte in einer, zwei oder drei oder vier Wochen dann einfach erzählt werden kann. Deswegen habe ich heute das Video für euch gemacht. Wir haben uns das genau angeschaut und wir sehen, was da auf uns zukommt. Ein weiterer Sündenbock der Ampel, der über den politischen Jordan hier gehen muss. Ob jetzt, ob in zwei Wochen, in vier Wochen oder doch erst in drei Monaten. Wir werden sicher es mit Pauken und Trompeten erfahren, wenn Herr Haldenwang in den Ruhestand versetzt wird. Vielleicht wird es ja so spannend wie bei Hans-Georg Maaßen. Und vielleicht ist ja Herr Haldenwang dann in drei, vier Jahren auch dabei, eine Partei zu gründen. Ich bin gespannt, wie du das Ganze hier einschätzt. Wusstest du schon, dass Herr Haldenwang dieses Jahr den Posten räumen wird im Bundesamt für Verfassungsschutz? Wusstest du, dass er jetzt hier offen davon redet, dass die islamistische Gefahr so hoch ist wie nie? Wusstest du, dass man quasi hier alles vorbereitet für seinen politischen Abgang? Ich bin gespannt, ob es am Ende wieder Hetzjagden geben soll oder ob es eine neue Partei geben soll oder. Ich finde die Geschichte relativ spannend. Denn Herr Haldenwang ist nicht so dafür bekannt, dass er hier die AfD etwas pfleglich behandelt. Und hier drin kommt das Wort AfD nullmal vor. Nullmal. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir einen Kommentar, abonniere meinen Kanal, abonniere auch meinen Telegram-Kanal, verpasse keines meiner Videos. Lass einen Like da und schicke dieses Video an Freunde und Bekannte. Damit sage ich Tschüss, bis bald.